Eine der schillerndsten Figuren auf dem internationalen politischen Parkett. Doch Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi steht unter enormem Druck. Von wilden Partys in seinen Villen in Rom ist die Rede. Es waren etwa 20 Mädchen dort. Es war wie in einem Harem. Und von seinem Umgang mit Prostituierten. Er liebt die Frauen. Es sind aber nicht nur die Sexskandale, die Berlusconi zu schaffen machen. Ihm werden auch Korruption und Verbindungen zur Mafia nachgesagt. Ich habe keine Zweifel, dass die Mafia seit 30 Jahren bei den Firmen Berlusconis ihre Finger im Spiel hat. Und dennoch ist Berlusconi an der Macht und steht bei vielen Italienern immer noch hoch im Kurs. Silvio Berlusconi ist nicht nur Politiker, er ist ein Rockstar. In Italien ist er sowas wie die Beatles. Was ist das Geheimnis seines Erfolgs? Viva la Lombardia! Viva l'Italia! In meinen Augen bin ich nicht nur der beste Premierminister, den man heutzutage bekommen kann. Ich habe nachgeschaut, was alle anderen Premierminister in der Vergangenheit vollbracht haben. Ich sehe keinen Grund, weshalb ich mich minderwertig fühlen sollte. Ich bin Marc Franchetti. Es ist Ende 2009 und ich bin unterwegs in mein Herkunftsland Italien. Ich will verstehen, wieso Silvio Berlusconi sich so lange an der Macht halten kann und wieso die Italiener ihn so lieben. Ich lebe seit 25 Jahren im Ausland und dort löst Berlusconi vor allem Kopfschütteln und Irritation aus. Sein Leben scheint keine simple Geschichte zu sein, sondern eine voller dunkler Geheimnisse, großer Leidenschaften und komischer Momente. Eine einzigartige italienische Soap-Opera. Der Silvio Berlusconi, den man im Ausland kennt, lässt die deutsche Bundeskanzlerin warten. Nennt den afroamerikanischen Präsidenten der USA braungebrannt. Prahlt mit seinen Schönheits-OPs und Haarimplantaten. Und wird ziemlich undiplomatisch, wenn er herausgefordert wird. Als ein deutscher Politiker es wagt, ihn zu kritisieren, schockiert Berlusconi mit seiner Antwort das ganze Europaparlament. Herr Schulz, gerade wird in Italien ein Film gedreht über die Konzentrationslager der Nazis. Ich werde Sie empfehlen für die Rolle des KZ-Aufsehers. Sie sind die Idealbesetzung. Nicht nur politische Verfehlungen pflastern seinen Weg, sondern auch private Skandale. Im Frühling 2009 verkündet seine zweite Frau Veronika, dass sie nach 20 Jahren Ehe die Scheidung wolle, weil er sich mit jungen Mädchen vergnüge. Und Ende Jahr wird er in Mailand tätlich angegriffen. Es ist Berlusconis dritte Amtszeit als Premierminister und seine Koalition besitzt eine große Mehrheit. In Rom angekommen, wird mir sofort klar, es gibt auch eine andere Seite der Geschichte. Es ist No Berlusconi Day.
Berlusconi-Gegner haben über Internetplattformen zum Widerstand aufgerufen. 200.000 Menschen haben sich auf den Straßen Roms versammelt. Was mich am meisten erstaunt, ist, wie wütend die Demonstranten sind. Es geht nicht nur um Politik, sondern auch um seine Persönlichkeit. Er gefällt mir nicht. Er ist unehrlich, nicht transparent und ich mag nicht, wie er die Menschen behandelt, die eine andere Meinung haben als er. Er ist nicht demokratisch. Er hat nur seine eigenen Interessen im Kopf und nicht die der Bürger oder der Jungen. Ich habe Angst vor einer Zukunft mit Berlusconi. Hier halten viele Berlusconis Führungsstil für autokratisch und das ruft Erinnerungen an den Faschismus wach. Er ist eine Koalition eingegangen mit einer der rechtesten Parteien ganz Europas. Gemeinsam haben sie ein drakonisches Anti-Einwanderungsgesetz verabschiedet. Doch weitaus mehr Wirbel verursacht hat Berlusconis Interessenskonflikt zwischen seinen Firmenaktivitäten und seinem politischen Amt. Ich bin hier, weil ich dagegen protestieren will, wie in Italien Politik betrieben wird. Alles wird durch das Fernsehen kontrolliert. Berlusconi hat mehr Macht über das Fernsehen als jeder andere europäische Staatsmann. Er besitzt über seinen Konzern Mediaset alle drei großen Privatsender des Landes. Dass die nur am Rande über die Anti-Berlusconi-Demo berichten, versteht sich von selbst. Der Premier bestimmt selbst, wann und was von ihm über den Äther geht. Er ist sehr vorsichtig, wem er ein Interview gibt, besonders dann, wenn wieder einmal ein Skandal in der Luft liegt. Matrix ist eine Politsendung auf einem von Berlusconis Sendern. Moderiert wird sie von einem guten Freund von mir, Alessio Vinci. Hallo, schön dich zu sehen. Komm rein, ich habe Wein und Käse für dich. Ich respektiere Alessio als seriösen Journalisten. Mich interessiert, wie er Berlusconi erlebt und ob auch er denkt, der Regierungschef stehe unter massivem Druck. Ich habe mit Leuten bei uns im Sender gesprochen, die ihn sehr gut kennen. Sie sagen, er sei oft allein. Es ist ihm wohl bewusst, dass die meisten Menschen, die ihn umgeben, etwas von ihm wollen. Er hat nur sehr wenige echte Freunde. Und er weiß, dass es viele Menschen gibt, die ihn gern hinter Schloss und Riegel sehen würden. Dieser Mann hat so unglaublich viele Skandale überstanden und ist immer noch da. In einem anderen Land hätte er diese Skandale niemals überlebt. Und dass er sie ohne Folgen überstanden hat, genau das ist das Problem in Italien. Wieso ist das ein Problem? Wenn man ihn nicht mehr will, dann soll man ihn abwählen. Die Frage ist doch viel eher, weshalb die Italiener ihn immer wieder wählen. Alles, was wir Italiener positiv an ihm finden, erachtet man im Ausland als negativ. Besonders für einen Premierminister. Die meisten Italiener kennen sich aus mit Steuertricks. Aber wenn es der Premierminister tut, dann ist es ein größeres Problem. Nur für die Italiener gibt es da keinen Unterschied. Sie setzen für Politiker nicht zwingendermaßen höhere Standards. Das Fazit, mein lieber Freund, ist, die Italiener mögen ihn. Sie haben genau den Führer, den sie wollen. So einfach ist das. Berlusconi genießt in Umfragen fast 50% Zustimmung, viel mehr als die meisten Regierungschefs in Europa. Vor Spott ist er dennoch nicht gefeit. So mokierte sich das italienische Magazin Rolling Stone kürzlich über seinen ausschweifenden Lebensstil. Und erkor ihn zum Rockstar des Jahres. Seine Anhänger hingegen geben alles, um Berlusconi stets als Staatsmann von Welt aussehen zu lassen. Alle Staatsoberhäupter, die ihn getroffen haben, sind überrascht von seiner Menschlichkeit und seiner Art, mit den Leuten umzugehen. Sie lieben ihn. George Bush liebte ihn.
Auch Obama mag ihn sehr. Er ruft ihn häufig an. Man sieht in ihm einen Mann mit Schwächen, der es aber dennoch geschafft hat, sein Land 15 Jahre lang zusammenzuhalten. Für seine Wähler bedeutet Berlusconi Stabilität. Sie bewundern seine Tatkraft, seine Energie. Und sie sind überzeugt, dass der milliardenschwere Manager alles in Gold verwandelt, was er anfasst. Er ist sehr scharfsinnig. Er besitzt die größten privaten Fernsehsender im Land. Er stieg beim Fußball ein und sein Club stieg auf. Dann ging er in die Politik und gründete eine große Partei. Er ist wirklich überdurchschnittlich intelligent. Das ist einer unserer Sender. Wir haben 9 insgesamt, in Italien und im Ausland. Aber eine Schwäche hat der Führer Italiens. Sein unersättliches Verlangen nach neuen Frauen. Und das beschert ihm auch mit 73 Jahren immer wieder Probleme. E allora confermo al di là di questo che nella mia vita io non ho mai neppure. Ich betone, dass ich in meinem ganzen Leben nicht ein einziges Mal für Sex bezahlen musste. Berlusconi ist ein Charmeur der alten Schule. Er liebt sein Image als Playboy-Präsident. Guten Abend, wie geht's? Schaut, was für ein hübsches Gesicht. So zufrieden und solch schöne Augen. Im Mai 2009 verkündet Berlusconis zweite Frau, Veronica Lario, auf allen Titelseiten, dass sie nach 20 Jahren Ehe genug habe. Für Veronicas enge Freundin und Biografin Maria Latella keine Überraschung, denn sie wusste schon lange von den Eheproblemen der Berlusconis. Ich merkte ihr an, dass sie unter enormem Druck stand. Da erzählte sie mir, dass sie sich trennen wollte. Ein paar Tage zuvor hatte die Zeitung La Repubblica die Nachricht veröffentlicht, dass der Ministerpräsident an der Geburtstagsfeier der 18-jährigen Noemi Letizia gesehen worden sei. Der Teenager sagt aus, dass der Premier sie mehrmals angerufen habe und dass sie ihn liebevoll Papi nenne. Berlusconi beteuert, dass alles ganz harmlos gewesen sei. Doch für die katholische Kirche ist die Sache besorgniserregend und für die Klatschpresse ein gefundenes Fressen. Für Veronica war es ein Schock. Es war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Zumal, wie Veronica sagte, er niemals bei den Geburtstagsfeiern seiner eigenen Kinder anwesend war. Berlusconis Frau reicht die Scheidung ein. Begründung, ihr Ehemann sei krank und verkehre mit Minderjährigen. Für jeden anderen Politiker hätte ein solcher Skandal wohl das Ende der Karriere bedeutet. Nicht so für Berlusconi. Einen Monat später tritt das Callgirl Patrizia Daddario an die Öffentlichkeit und berichtet in allen Zeitungen von ihrer gemeinsamen Nacht mit dem Premierminister in dessen Privatresidenz in Rom. Sie sagt, sie sei vom Unternehmer und Freund Berlusconis, Gianpaolo Tarantini, eingeladen worden. Mein erster Besuch im Palazzo Grazioli war im Oktober 2008. Anwesend waren Gianpaolo Tarantini, ein Pianist, der Premierminister und etwa 20 Mädchen. Es war wie in einem Harem. Hat Ihnen Berlusconi Videos gezeigt? Ja. Er hat uns Filme von seinen Reisen gezeigt, als er George Bush im Weißen Haus traf oder vom G8-Gipfel. Patrizia Daddario scheint Berlusconi gefallen zu haben.
Sie wird schon bald für einen weiteren Abend in den Palazzo eingeladen. Die zweite Einladung fand an dem Abend statt, als Barack Obama zum Präsidenten gewählt wurde. Tarantini sagte uns, dass Berlusconi bei Präsident Napolitano sei und nicht komme. Aber als ich im Palazzo Grazioli ankam, war er da. Hatten Sie Sex mit Berlusconi? Ich habe die ganze Nacht mit dem Premierminister verbracht. Er war sehr lieb zu mir, fragte mich, ob ich etwas brauche. Ich wusste nicht, wo ich schlafen sollte, denn es gab zwei Betten. Also fragte ich, ob ich in Putins Bett schlafen solle. Sie meinen ein Bett, das Putin ihm geschenkt hat? Ja, Putin hat ihm dieses schöne, große Himmelbett mit tollen Vorhängen geschenkt. Die ganze Nacht haben wir geredet, Witze gemacht. Er hat mir sogar ein paar Gedichte vorgetragen. Zu mir war er wirklich süß. Es kommt mir so vor, als käme er von einem anderen Planeten. Er ist so voller Leben. Und er hat viel mehr Energie, als ein Mensch in seinem Alter haben sollte. Er liebt die Frauen. Am nächsten Morgen verabschiedeten wir uns und er schenkte mir eine Brosche in Form einer Schildkröte. Dann küsste er mich zärtlich. Die Zeitungen übertreffen sich gegenseitig mit brisanten Details. Besonders als noch bekannt wird, dass gegen Berlusconis Freund Gianpaolo Tarantini ermittelt wird, wegen Verleitung zur Prostitution. Aber die meisten Italiener lässt das kalt. Sie unterscheiden klar zwischen Berlusconi, dem Politiker, und Berlusconi, dem Mann der Frauen. In Italien lieben alle schöne Frauen. Das ist der Grund, weshalb es die Italiener nicht schockiert, was Berlusconi mit den Frauen in der Nacht so anstellt. Man lachte darüber und sagte sich, okay, der tolle Berlusconi hat großes Glück mit diesen hübschen Ladies. Aber einen Skandal sieht man darin nicht. Silvio Berlusconi ist nicht nur ein Politiker, er ist ein Rockstar. In Italien ist er sowas wie die Beatles. Berlusconis Popularität hat nicht gelitten und sie wird es nicht. Nicht durch Scheidung und nicht durch irgendwelche Sexskandale. Doch immer wieder beeinflussen Berlusconis persönliche Vorlieben seine Politik. Zum Beispiel, als er versucht, unerfahrene Frauen in hohe politische Ämter zu hieven. Mara Carfagna ist Italiens Ministerin für Gleichstellungsfragen. Berlusconi sagte dem ehemaligen Showgirl einmal in aller Öffentlichkeit, dass er mit ihr durchbrennen würde, wenn er nicht verheiratet wäre. Why? Wieso sollte Berlusconi hässliche Menschen auswählen? Ich hätte sehr gerne eine hübsche Kollegin. Wenn Sie sich die Mitglieder des italienischen Parlaments aus Berlusconis und meiner Partei anschauen, auch die jungen Mädchen, dann werden Sie feststellen, dass keine von Ihnen auch nur irgendetwas falsch gemacht hat. Im April 2009 präsentiert Berlusconi seine Liste für die Europaparlamentswahlen. Viele Kandidaten sind jung, weiblich und politisch unerfahren. Eine Miss Italien-Finalistin, drei Models und eine Big Brother-Teilnehmerin. Später wird bekannt, dass auch Callgirl Patrizia Daddario unter den Kandidatinnen ist. Ein Freund von Berlusconi rief mich an. Er versprach, mich als Kandidatin bei den Europawahlen aufzustellen. Ich gab ihm sofort meinen Lebenslauf. Er sagte, wir dürfen keine Zeit verlieren. Doch noch bevor die Nomination von Daddario publik wird, kommt Berlusconis noch Ehefrau dahinter. Sie wirft ihrem Mann öffentlich Sexismus vor.
und er muss klein beigeben. Die Models und Showgirls müssen erfahreneren Kandidaten Platz machen. Die Politkarriere des bekanntesten Callgirls von Italien ist zu Ende, bevor sie begonnen hat. Berlusconi zelebriert sein Image als großer Charmeur. Aber ich will mehr über seine dunklen Seiten herausfinden. Als Berlusconi 1994 an die Macht kommt, verspricht er Freiheit, Wohlstand und weniger Steuern. Doch schon nach wenigen Monaten holt ihn seine Vergangenheit ein. Gerüchte werden laut, er habe sein Vermögen auf zweifelhaftem Weg erlangt. Und er sei nur in die Politik gegangen, um nicht juristisch belangt werden zu können. Die Magistraten der Republik in Mailand haben beschlossen, gegen mich wegen Korruption zu ermitteln. Selbstverständlich war ich noch niemals in Korruption verwickelt. Naturalmente non ho mai corrotto nessuno. Er hat Bilanzen gefälscht, Steuern hinterzogen, Geschäfte über Offshore-Firmen abgewickelt und er hat dubiose Deals mit Figuren aus der Unterwelt gemacht. Antonio Di Pietro ist Anführer einer Oppositionspartei mit weniger als 7% Wählerstimmen. Er kennt Berlusconi schon lange und misstraut ihm ebenso lang. 1993 braucht Di Pietro Polizeischutz, um seiner Arbeit nachgehen zu können. Er ist der leitende Staatsanwalt in mehreren Prozessen gegen Unternehmenskorruption in der Politik. Über 3000 Personen müssen sich vor Gericht verantworten, unter ihnen Berlusconi. Er wird beschuldigt, über seine Firmen Bestechungsgelder fließen zu lassen, um Steuern zu umgehen. Berlusconi wird freigesprochen, aber zwei seiner Manager verurteilt. Wenn es ums Geldverdienen ging, dann ergab bei ihm 2 plus 2 5. Wenn es ums Steuernzahlen ging, dann ergab 2 plus 2 3. Berlusconi wollte in die Politik, um seine rechtlichen Probleme zu lösen. Anstatt dass er vor der Justiz flüchtete, wurde er Politiker. Kaum im Amt verabschiedet Berlusconi ein Gesetz, das die Macht der Richter schwächt und seine finanziellen Interessen schützt. Was ist aus Ihrer Sicht der Hauptgrund, weshalb Berlusconi in die Politik ging? Den Hauptgrund hat er 1993 zwei großen italienischen Journalisten, Indro Montanelli und Enzo Biaggi, selbst angegeben. Das ist festgehalten. Er sagte, wenn ich nicht in die Politik gehe, werden sie mich für bankrott erklären und mich ins Gefängnis stecken. Die Anschuldigungen haben seit 1994 nicht nachgelassen. Seit Berlusconi im Amt ist, ist er nach eigenen Angaben 587 Mal von der Polizei befragt und mehr als 2500 Mal vorgeladen worden. Nicht nur beteuert Berlusconi seine Unschuld in allen Punkten. Er behauptet zudem, er sei Opfer einer Verschwörung innerhalb des Justizsystems, die von linksgerichteten Richtern ausgehe. Die Richter verfolgen mich mehr als jeden anderen Mann in der gesamten Geschichte der Menschheit. Nur wenige Prozesse gegen Berlusconi kommen zu einem Abschluss. Viele sind verjährt oder die Klage wird fallen gelassen. In einigen Fällen wird er freigesprochen. Die Anschuldigung, die sich am hartnäckigsten hält, ist, dass er mit der Hilfe seiner politischen Freunde im Senat Gesetze zu seinen Gunsten verändere, um einer Verurteilung zu entgehen. Seine Gegner werfen ihm vor, er regiere das Land, als ob es sein persönliches Reich wäre. Berlusconi hat schon viele Gesetze zum Schutz seiner Immunität ausgearbeitet. Mindestens 18 sollten seine rechtlichen oder geschäftlichen Interessen schützen. 18 weitere Gesetze hat er zum Schutz seiner persönlichen Interessen erlassen.
Ist das nicht Faschismus? Eine Diktatur, in der die Macht des Gesetzes den persönlichen Interessen angepasst wird? Die Leute sollten sich fragen, haben wir es mit einer unschuldigen Person zu tun oder mit jemandem, der sich der Justiz entziehen will? 2003 wird Berlusconi noch einmal wegen Korruption angeklagt. Dieses Mal erscheint er selbst vor Gericht, um Red und Antwort zu stehen. Alle Bürger sind vor dem Gesetz gleich. Aber ich bin gleicher. Denn 50% der Italiener haben mich gewählt, um das Land zu führen. Ein Argument, das seine Kritiker kaum zu überzeugen vermag. Viele sind empört, dass Berlusconi glaubt, er stehe über dem Gesetz. Stell dich, du Narr! Respektiere das Gesetz! Respektiere die Verfassung! Schreib seinen Namen auf, ich will Klage gegen ihn einreichen. Respektiere die Demokratie, oder du endest wie Ceausescu! Berlusconis finanzielle Machenschaften sind das eine. Aber bald stelle ich fest, dass es noch viel dunklere Geheimnisse in Berlusconis Vergangenheit gibt. Der Sohn eines Mafioso fragt seinen Vater, ist Einstein tot? Ja, er ist tot. Weshalb? Weil er zu viel wusste. Es gibt viele, die behaupten, dass Berlusconi selbst zu viel wisse. Seit er Politik macht, hält sich das Gerücht hartnäckig, dass er Verbindungen zur sizilianischen Mafia habe, zur Cosa Nostra. Diese Anschuldigung ärgert ihn am meisten. Die Cosa Nostra ist eine gefährliche Organisation. Das hat sie über die Jahre immer wieder bewiesen. In verschiedenen Prozessen auf der ganzen Welt konnte die Existenz der Cosa Nostra bewiesen werden. Und zwar nicht nur in Italien, sondern auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA. Die Cosa Nostra ist zweifellos eine der gefährlichsten kriminellen Organisationen der Welt. Im Dezember 2009 wird Berlusconi nach Turin bestellt, um vor Gericht auszusagen. Dieses Mal ist nicht der Premierminister angeklagt, sondern einer seiner besten Freunde. Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen findet der Prozess gegen Marcello Dell'Utri, den reuigen Mafioso, statt. 2004 wurde Dell'Utri wegen Mafia-Zugehörigkeit zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt. Dell'Utri ist Senator aus Sizilien und einer von Berlusconis loyalsten politischen Verbündeten. Diese Anhörung ist Teil des lange währenden Berufungsprozesses, den seine Anwälte daraufhin angestrebt haben. Die Strafverfolger wollen Berlusconi in Turin zu seinem Freund Dell'Utri befragen, aber der Premier verweigert die Aussage. Berlusconi hat bei meinem Prozess vom Recht zu schweigen Gebrauch gemacht. Nun glauben die Leute, er habe etwas zu verbergen. Hat er nicht. Eines Tages wird er sich öffentlich zu diesem Thema äußern. Ich zitiere, was die Richter in Palermo über Dell'Utri gesagt haben, als er wegen seiner Mafia-Zugehörigkeit zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Dell'Utri ist der Mann, der Berlusconi damals mit der Mafia in Kontakt brachte. Er war in der Zeit der Mittelsmann zwischen Berlusconi und der Mafia. Dell'Utris Berufungsprozess dauert bereits 6 Jahre. Dies ist die letzte Anhörung. Aussagen wird Gaspare Spaduzza,
ein kaltblütiger Killer der Mafia, der 40 Menschen ermordet hat und eine 12-jährige Geisel los wurde, indem er sie in Säure auflöste. Unter größten Sicherheitsvorkehrungen wird Spaduzza im blauen Hemd verdeckt hinter einer Wand aussagen. Spaduzza handelte im Auftrag der Graviano-Brüder, zwei der brutalsten Cosa Nostra-Bosse. 1993 starteten sie eine Reihe tödlicher Anschläge mit dem Ziel, Italien zu destabilisieren. Sie beauftragten Spaduzza, die Ermordung von Polizisten in Rom zu koordinieren. Der Staatsanwalt will nun ein Kreuzverhör. Sie können beginnen. Graviano sagte uns, wir müssten in Rom und Umgebung ein paar Carabinieri umbringen. Spaduzza ist wichtig, weil er die rechte Hand der Graviano-Brüder war. Spaduzza ist ein Augenzeuge, der erläutern kann, was Graviano sagte und dachte, als sie diese Massaker durchführten. Beim Anschlag auf die Polizisten sollte ich mehr Männer erwischen. Wir sollten mit einer neuen Technik angreifen. Eine, die auch die Taliban benutzen. Niemand behauptet, dass Berlusconi etwas zu tun hat mit den Verbrechen, die Spaduzza beschreibt. Dennoch warten die versammelten italienischen Journalisten nur darauf, dass der Killer den Premierminister belastet. Und sie werden nicht enttäuscht. Sie wurden also instruiert, Giuseppe Graviano in Rom an der Donnebar zu treffen. Fahren Sie fort. Es war auf der Via Veneto. Die Bar hieß Donne. Ich war noch niemals zuvor da gewesen. Zwei Namen wurden erwähnt. Einer war Berlusconi. Ich fragte, ob das der Typ vom Canale Cinque sei. Graviano sagte ja. Und er sagte, dass der andere aus unserer Stadt käme. Es war De Lutri. Dank diesen beiden hätten wir das Land in unserer Hand, sagte er. Trotz Spaduzzas belastenden Aussagen reduzieren die Berufungsrichter die ursprüngliche Strafe um 2 Jahre, mit der Begründung, es gäbe keinen Beweis, dass De Lutri nach 1992 noch Kontakt zur Mafia hatte, obschon sich Spaduzzas Aussagen genau auf den Zeitraum nach 1992 bezogen haben. Wegen der früheren Mafia-Delikte muss De Lutri nun für 7 Jahre ins Gefängnis. Er hat das Urteil angefochten. Spaduzza, dieser Verrückte, dieser Killer, der behauptet, er habe vor 15 Jahren gehört, dass jemand mit Berlusconi in Kontakt war. Das ist doch verrückt, eine kranke Geschichte. 70% der Italiener glauben laut Meinungsumfragen an Berlusconi. Sie glauben das, was er sagt. Und sie finden diese Geschichte absolut unglaubwürdig. Es ist nicht das erste Mal, dass Berlusconi sich gegen Mafia-Vorwürfe verteidigen muss. Verschiedene Informanten behaupten, die Cosa Nostra habe bereits in den späten 70er und frühen 80er Jahren in Berlusconis Firmen investiert. Die Cosa Nostra war an Geschäftskontakten interessiert, die es ihr ermöglichte, ihr Geld über Drittfirmen zu reinvestieren. Spaduzza sagte aus, dass die Graviano-Brüder sich freuten, als Berlusconi im Januar 1994 seinen Einstieg in die Politik bekannt gab. Sie dachten, mit einem solchen Freund an der Spitze wird Italien uns gehören. Solche Anschuldigungen hat Berlusconi stets wütend von sich gewiesen. Doch ein düsteres Kapitel aus seiner Vergangenheit holt ihn immer wieder ein.
Unbestritten ist, dass zwischen 1974 und 1976 ein Mafioso, Vittorio Mangano, in Berlusconis Haus wohnte. Weshalb war er dort? Zu der Zeit brauchte Berlusconi Schutz. Viele wohlhabende Italiener wurden damals entführt und davor hatte Berlusconi Angst. Aber anstatt sich an die Polizei zu wenden, bat er die Mafia um Hilfe. Berlusconi behauptet, er habe Mangano angestellt, damit dieser sich um sein Anwesen in Mailand kümmere. Aber viele glauben, dass der verurteilte Verbrecher zum Schutz des Geschäftsmannes und seiner Familie dort war. Wenn es so war, dann war die Nachricht an die Cosa Nostra klar, dass Berlusconi keine Berührungsängste mit der Mafia hat. Del Utri half der Cosa Nostra, einen ihrer Männer, einen Mafioso und Ehrenmann, in Berlusconis Haus unterzubringen. Und das war Vittorio Mangano. Del Utri steht der Cosa Nostra nahe. Und Mangano ist ein wichtiger Mann in der Cosa Nostra. In Italien macht sich strafbar, wer Kontakt zur Mafia hat. Berlusconi und Del Utri behaupten, sie hätten nicht gewusst, dass Mangano ein Mafioso war, als er in Berlusconis Dienst stand. Doch als der Mafioso in Berlusconis Haus verhaftet wird, fällt es vielen schwer zu glauben, dass Berlusconi nichts wusste. Mangano musste seine Strafen für frühere Verbrechen in Sizilien absitzen. Doch nach jedem Gefängnisaufenthalt holte Berlusconi ihn zu sich nach Hause zurück. Er wusste also ganz offensichtlich, dass Mangano ein Krimineller war. Sie haben also keine Zweifel, dass es während vieler Jahre eine Verbindung zwischen Berlusconi und der Mafia gab. Ich habe keine Zweifel, dass die Mafia über Del Utri eine 30-jährige Verbindung zu Berlusconis Firmen hatte. Die Mafia ist kein Taxi, auf das man aufspringt, die Fahrt bezahlt, aussteigt und sich dann vom Fahrer verabschiedet. Wenn man einmal an Bord ist, kann man nicht mehr aussteigen. Die Anschuldigungen, dass Berlusconi Kontakt zur Mafia habe, halten sich aber hartnäckig. Es ist äußerst seltsam, dass ein amtierender Premierminister, der im Verdacht steht, Verbindungen zum organisierten Verbrechen zu haben, überhaupt weiterregieren darf. Doch je schwerwiegender die Anschuldigungen, umso leidenschaftlicher Berlusconis Verteidigung. Er prahlt damit, 21 der 30 gefährlichsten Mafia-Bosse verhaftet zu haben. Diese Regierung führt mehr als jede andere einen erbitterten Kampf gegen die Mafia und das organisierte Verbrechen. Wir haben mehr dafür getan als jede andere Regierung in der Geschichte dieses Landes. Dass ihr Held Verbindungen zur Mafia haben könnte, ist für Berlusconis Anhänger undenkbar. Besonders für seine jungen Wähler. Was mich erstaunt ist, wie gespalten das Land ist. Entweder man liebt Berlusconi oder man hasst ihn. Je mehr er attackiert wird, umso stärker wird er. Seit 15 Jahren wird er in demokratischen Wahlen immer wieder gewählt. Dafür gibt es nur zwei Erklärungen. Entweder sind alle Italiener dumm und realisieren nicht, wen sie da wählen. Oder sie vertrauen ihm seit 15 Jahren. Berlusconi ist ein Phänomen. Nicht nur ein politisches, sondern vor allem ein soziales. Er ist der einzige italienische Politiker, der es schafft, immer eine große Menschenmenge um sich herum zu versammeln. Die Menschen bemerken, dass sich ihr Lebensstandard verbessert hat. Also wählen sie ihn wieder und bezeugen damit, wie sehr sie ihn lieben. Alles, was er berührt, beginnt zu blühen.
Wenn Berlusconi durch Anschuldigungen, Fehltritte und Skandale in die Enge getrieben wird, gibt es für ihn nur eine Reaktion: die Opposition angreifen. Ihr alle versteht den fundamentalen Unterschied zwischen uns und denen. Sie haben keine Würde. Sie haben keinen edlen Geist. Sie wissen nicht, was Demokratie ist. Sie wissen nicht, was Freiheit bedeutet. Die Opposition in Italien ist gespalten und hat keine glaubwürdigen Führer. Und es gibt im ganzen Land keinen Politiker, der es mit der übergroßen Persönlichkeit Berlusconis aufnehmen könnte. Das ist sein großer Vorteil, besonders da so viele Italiener bereit sind, immer wieder über seine Schwächen hinwegzusehen. Was halten Sie von Berlusconi? Ich persönlich finde ihn sympathisch. Seine Kritiker sagen, er sei ein Faschist, ein zweiter Mussolini. Sie sind 90 Jahre alt, haben den Faschismus erlebt. Nein. Für mich ist er kein Faschist. Ich habe den Faschismus durchgemacht und überstanden. Was sagen Sie zu den Mafia-Vorwürfen? Da sage ich ganz klar nein. Sie glauben das nicht? Absolut nicht. Und was sagen Sie zu seinen Sexskandalen? Wie heißt es so schön? Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich bewundere ihn, weil er die Frauen mag. Sie nicht? Alle lieben doch die Frauen. Selbst im Alter von 73 Jahren, wo die meisten einen würdevollen Rückzug in Betracht ziehen würden, zeigt Berlusconi keinerlei Ermüdungserscheinungen. Er liebt die Auftritte vor seinem Publikum, das Bad in der Menge, was nicht immer ohne Risiko ist. Im Dezember 2009 wird auf Berlusconi in aller Öffentlichkeit ein Anschlag verübt. Seine Anhänger stehen unter Schock. Berlusconi wird dabei ernsthaft verletzt und sofort ins Krankenhaus gebracht. Am Morgen nach der Attacke habe ich ihn im Krankenhaus besucht. Er sagte mir, nun werde ich nicht mehr unter die Leute gehen können. Das wäre schlimm für ihn gewesen, denn er liebt den Kontakt zu den Menschen. So ist Silvio Berlusconi. Und wie sieht die Situation jetzt aus? 7 von 10 Italienern sind für ihn. Im Februar 2010 ist die Zahl zwar wieder auf 50% gesunken, aber immer noch beeindruckend für eine dritte Amtszeit. Bevor ich Italien verlasse, will ich noch den Mann treffen, der Berlusconi seit Jahren die Stirn bietet. Den berühmten Satiriker Beppe Grillo. BBC, kommt rein. BBC. Willkommen, BBC. Come on. Welcome, BBC. Dass ich so überschwänglich begrüßt werde, hat auch damit zu tun, dass Beppe Grillo seit 20 Jahren nicht mehr am italienischen Fernsehen auftreten darf, weil er angeblich die Regierung verhöhnt hat. Und solange Berlusconi an der Macht ist, wird sich daran auch nichts ändern. Umso größer ist Grillos Anhängerschaft in seinen inzwischen legendären Internetblogs, in denen er gegen Berlusconi ankämpft. Welche Übernamen haben Sie für Berlusconi? Ich sehe ihn nicht als Premierminister. Ich sehe ihn als Psychozwerg, als iPod-Nano. Er hat Asphalthaare. Habt ihr die gesehen? Ich kann nicht über ihn reden, als ob er Ministerpräsident wäre.
Es ist, als würde man über eine Leiche sprechen. Dieser Mann hat keine Seele. Die Seele braucht es, damit der Körper aufrecht stehen kann. Aber bei ihm ist sie nicht mehr da. Es ist nur noch die Hülle des Körpers übrig. Dies ist ein herrliches Land mit genialen Leuten. Aber die meisten von ihnen haben Italien verlassen. Wir hatten die besten Ingenieure, die besten Chemiker, die besten Physiker und die besten Schulen der Welt. Nichts ist übrig geblieben. Alles wurde verwüstet. Wir brauchen Rationalität, Normalität, gesunden Menschenverstand. Wir brauchen Leute mit neuen Ideen. Ideen von 30, 40-Jährigen, nicht von 70-Jährigen. In 5 Jahren werden wir zurückblicken und uns fragen, wie konnten wir zulassen, dass dieser Mann Italien regiert hat? Wie war es möglich, dass wir an Menschen wie die geglaubt haben? Credere in persone così. Ich habe um ein Interview mit Silvio Berlusconi gebeten, aber eine Absage gekriegt. Einmal war ich dann ganz nahe an Berlusconi dran. Aber es war offensichtlich nicht der richtige Moment. Seine Sicherheitsleute lassen keine spontanen Interviews zu. Als Journalist bin ich überzeugt, dass die Welt weitaus weniger interessant wäre ohne Silvio Berlusconi in der Politik. Kein anderer Staatsmann in Europa löst so viel Bewunderung und ebenso viel Empörung aus. Berlusconi ist ein äußerst charismatischer Mensch, aber mit dunklen Seiten und zu vielen offenen Fragen bezüglich seiner Vergangenheit. Das Phänomen Berlusconi sagt gleich viel aus über den Mann wie über Italien selbst. Nur in Italien kann jemand Premierminister werden, der so viel Macht hat über die Medien. Und nur in Italien kann ein Premierminister, der mit solch schwerwiegenden Anschuldigungen konfrontiert ist, so lange überleben.